Hallo und herzlich willkommen, hier ist Luke Hasbit. Heute zeige ich euch ein Tutorial zu Fraps. Ein Freund, Bekannter hat mich gefragt, ob ich ein Tutorial machen kann, wie Fraps so funktioniert und halt die schnellste Option und die flexibelste. Da habe ich gesagt, ja okay, mache ich. Und zwar möchte er Resident Evil Operation Raccoon City mit seiner Xbox Let's Playen. Nur halt weiß ich das nicht, wie das mit einer HDMI-Karte oder wie das mit anderen Aufnahmesets, Tools oder sonst was gibt. Ich spiele halt nur auf dem PC und ja, nimm da Spiele auf. Also zeige ich dir bzw. euch jetzt, wie man halt alles richtig einstellt und wie das halt aufzunehmen ist, ohne zu ruckeln. Aber bei mir ruckelt es trotzdem. Ich weiß nicht warum. Zum Beispiel bei Resident Evil 4 hat es heftig geruckelt und bei noch einem Let's Play von mir hat es auch noch heftig geruckelt. Ich glaube, das war... Nein. Silent Hill, nein. Silent Hill. Doch, bei Silent Hill 3 auch, aber nur sehr wenig. Und beim letzten Let's Play Evoland und zum Beispiel Shadow Man auf PS Emulator, da hat es richtig fett geleckt. Naja. Wir öffnen erstmal Fraps. So, ich habe die Version 3.59 und ich zeige euch nur hier, wie ich das eingestellt habe und halt so Kleinigkeiten. Also, hier seht ihr das, General 3.59. Ich weiß nicht, wenn es eine höhere Version bzw. eine ältere Version gibt als die neueste Version und wir haben, wie ihr seht, haben wir den 2.4.2014. Nein, wir haben keinen 1. April mehr, also ist das kein April-Scherz. So, hier habe ich Start Fraps Minimum, Fraps Window, Always on Top, Run Fraps when Window Starts, Monitor Hero Desktop DVI, DVM, Minimize to System Tray Only. So, Monitor Arero Desktop. Das ist halt, wenn ihr halt von Desktop was aufnehmen wollt. Also so ein Tutorial machen über Programme wie, ja, wie gerade Fraps oder Photoscape. Hier Windows Phone, Windows Filmmaker. So, jetzt kommen wir zu Fraps. Also FPS. Hier habe ich vor der Busse. Nan. Und das habe ich halt nach rechts nach links oben gemacht, weil ich das besser finde während des Spielens. Man kann es auch nach rechts machen, nach unten, nach links und natürlich auch verstecken. Aber ich habe das da halt oben, ja, also weil ich besser damit klarkomme, weil sonst nehme ich halt irgendein Part auf und dann bumm, ist der Part weg. So, nun kommen wir zu Movies. Ihr müsst, wie hier, Chains und Move, wenn ihr halt die FPS machen wollt. Und hier kommen wir zur Aufnahme, beziehungsweise zum Aufnahme eines Spiels, Let's Play, ne? So. Hier könnt ihr halt ändern, wo ihr das rein haben wollt. Ich habe das hier, The Lucas mit Let's Plays, Resident Evil 4 und bei Aufnahme. Und hier kann man auch gucken, wo man es hat. Hier, ich bin gerade am Aufnehmen und er speichert das auch sofort. So. Und hier Video Capture Hotkey. Da drückt ihr auf Disable und drückt dann auf eine beliebige Taste. Ich habe zum Beispiel die Plus-Taste. Ja, also weil ich mit der Plus-Taste gar nicht spiele. Auch Resident Evil 3 nicht. Zum Beispiel das PC Let's Play. Hier Sound Capture Settings, Recorder Wind Sound, Stereo Multi Channel. Ich habe auf Stereo und Record Wind Sound, Windows Sound, Record External Input. Das ist das Headset, das was ihr am PC, PS3, Xbox 360 angeschlossen habt. So, das weiß nicht, was es ist.
Das habe ich nicht eingestellt. Ich habe auch 100 Frames eingestellt, damit ja so, damit das nicht so halt so ruckelt. Man kann es auch auf 1000 machen, aber naja. Und Luftpuffer Rage 30 Seconds. Also für den Frames bzw. Video laden, wie schnell das lädt. Und hier steht Split Movie Every 4 Gigabytes. Das heißt, der macht jedes Mal einen Schnitt, wenn es insgesamt 4 GB aufgenommen hat. Ja. Scheiße, ne? Deshalb habe ich das dran gemacht, damit das nicht weggeht. Also dieses Schneiden. Und wenn man das halt aus hat, dann schneidet das abrupt nach jeden 4 GB. Also 4 GB, bumm, Ende. Da muss man nochmal drauf drücken. Aber ich habe so gemacht, dann ist das besser. So, Screenshots, das habe ich nicht. Das ist mir auch egal, ne? Habe ich überhaupt Bilder? Oh ja, ich habe Bilder. Hohoho. Ja, sogar Manuel. Da habe ich ein Bild gemacht. Wollte ich doch gar nicht. Naja, okay. Ich glaube, das war's. Ich zeige euch das nochmal. General Frames FPS Movies Screenshots. Und hier kann man auf Help gehen. Dann kann man natürlich hier ist die Seite auch von Fraps. Kann man beziehungsweise kaufen oder runterladen vom Internet. Ich habe die so runtergeladen. Und hier könnt ihr das auch nochmal nachgucken, ne? So. Ich glaube, das war's fürs Erste. Wenn ihr noch Fragen beziehungsweise mir sagen könnt, wie ich Resident Evil 4 oder andere Let's Plays ruckelfrei spielen kann ohne Lags, dann schreibt mir das unten in den Kommentaren oder macht besser ein Video, ne? So, das war für dich, Manuel, und viel Erfolg mit der Let's Play.